Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu neuen Folgen Raft. Und auch nochmal in diesen Raft-Folgen euch nochmal ein frohes neues Jahr. So, was ist in der letzten Folge passiert? Also es heißt, letztes Jahr. Wir waren auf Balboa Island. Und ich habe jetzt gerade schon die Tiere versorgt. Hier sah es aus wie nach einem Bombardement. Sagt man so? Bombardement? Es war furchtbar. Ich habe gedacht, sie sterben alle, aber nein. So, und jetzt will ich mal kurz gucken, was wir hier noch alles drin haben, was wir wegsortieren müssen und so weiter und so fort. Weil das habe ich natürlich noch nicht gemacht. Guck, das ist alles noch von dort. Und deswegen, ja. Können wir da gerne jetzt erst nochmal reinschauen. Das müssen wir uns erstmal wegsortieren. Die Eier, die können weg. So. Und jetzt gucken wir mal, was wir alles wegtun können. So, wir haben wahnsinnig viel Fleisch bekommen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Was haben wir noch hier in der Ecke? Honig. Honig muss ich auch mal schauen, wo ich das hin tue. Dann kommt hier das noch raus. Das müssen wir auch noch schauen, wo wir das hin tun. Warte mal. Genau, hier haben wir doch auch schon mit dem Fleisch angefangen. Und hier ist irgendwo... Oh! Wir haben keine Pilze mehr? Ich glaube das gerade nicht. Nein, guck mal. Da haben wir Pilze. Da ist noch so viel leer. Pilze und Beeren. Pilze, Beeren. Leer. 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 Alter. Ja, was haltet ihr denn davon? Wir machen den Honig. Den Honig machen wir mal zu den Beeren. Mal kurz darüber. Eigentlich gehört er auch wo ganz woanders hin, gell? Aber ich guck gleich mal mit euch. Dann haben wir den Bärenkopf. Den würde ich natürlich gerne aufhängen. Wir haben das auch noch. Das können wir auch noch ganz schnell wegsortieren. Haben wir noch mehr von dem Kram? Nee, ne? Hier. Das Fellgedönse. Das kommt auch weg. So, und das kommt weg. Scharnier. Kommt hier rein. Und das Fell haben wir doch hier, ne? Leder, Wolle. Wolle, Wolle. Fell. So, sehr, sehr gut. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Dann haben wir hier noch ein Speer. Das ist auch klar. Das habe ich auch noch auf der Tasche. Das ist auch noch von dort. Das kann dann auch noch weg. Das kann jetzt auch erstmal weg. Das ist auch klar. Und das ist klar. Und da kann ich noch eins da reinsetzen. Ach nee, habe ich ja. Guck hier. So. Und dann tue ich noch hier die wieder da rein. So, 30 Pfeile reichen. Jetzt habe ich hier wieder leer. Leer. Vor allem habe ich nur eine Machete. Davon muss ich natürlich noch ein paar mehr herstellen. Ne? Ist klar. Okay, dann haben wir das. Ah. So. Jetzt können wir das wegsortieren. Der normale Kram, den man halt so auf der Tasche hat. Ja, hier haben wir ein bisschen rumprobiert. Warte, das mache ich noch weg.
Okay. Sand. Weil das muss ich euch noch alles erzählen. Ich habe natürlich große Pläne jetzt dieses Jahr vor. Und ja, dazu komme ich noch. So. Hier war Nis drin, hier war Ditte drin. Hier ist drin Treibstoff, alles klar. Hier muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen was herstellen. Mal schauen, dass ich hier ab und zu mal wieder was auf die Schmelze lege. So. Okay. Das war leer. Nee, das waren Kartoffeln drin. Da waren Kartoffeln drin, wo wir aber jetzt gleich dazu kommen werden. Und zwar haben wir jetzt noch Schmutz. War das nicht hier? Wo habe ich denn Schmutz? Ich bin schon total verpeilt. Ihr wisst warum, ne? Ich renne hier von Insel zu Insel. Wo habe ich Schmutz hin? Was habe ich denn da eigentlich noch drin? Das kann ich auch noch schmelzen. Hä, wo habe ich denn Schmutz? Ich weiß, ich bin total durch. Jetzt weiß ich es wieder. Ach, das sind die Nachwehen, weißt du? Hier. So. Okay. So, jetzt passt auf, Leute. Easy going. Wir gehen jetzt erstmal nach oben in unsere Kajüte. Die Sonne geht gerade auf und gehen an unseren Experimentiertisch. So, jetzt können wir uns herstellen. Die Machete, das Rohr, der Biokraftstofftank und die Biokraftstoffraffinerie. So. Das kommt weg. Hier, Köpfe. Köpfe. Auch die liegen da drüben. Helme. Habe ich nicht? Ach, die habe ich noch da drüben. Ich hab gedacht, die muss man auf der Tasche haben, um die zu machen, aber anscheinend da doch nicht. Ne? Okay, pass auf. Dann machen wir das jetzt erstmal so und ihr fragt euch bestimmt, warum behalte ich die? Ich werde es euch dann noch sagen. So, und hier tue ich mal die Baupläne rein. Okay. So. Jetzt kommt das, was ihr wahrscheinlich schon in meinem Infovideo gesehen habt. Und das verlinke ich euch hiermit. Und zwar ist es unsere Rezepte-Gedönse. Und dazu muss ich aber hier noch was ändern. Und zwar sind das 20 Kartoffeln. Kartoff. Plus, macht er auch nicht. Kartoff. Karto. Plus ein Honig. So. So sollte es passen. Also in dem Infovideo habt ihr ja gesehen, das sind alles so die Rezepte, die man, damit kann man Kraftstoff oder Treibstoff herstellen. Und wir haben schon dreimal Treibstoff oder Kraftstoff oder wie man es auch immer nennt, kann man ja sagen, wie man will, ne? Haben wir schon gefunden auf Balboa. So, und damit kann man diese Maschinen ja, antreiben. Und jetzt kommt noch der Kasus Knactus. Und zwar, deswegen war ich gerade am Überlegen, ich muss das irgendwie auch anders machen mit den Viechern hier. Wahrscheinlich werde ich das hier machen. Irgendwie stört mich das. Kann ich die abhängen? Oh ja. Oh, das ist ja wunderbar.
Und das kann ich auch abmachen, ne? Ja. Ja. Und ja. Es wird nämlich rumgewuselt. So, und zwar, passt auf. Das kommt jetzt erstmal dahin, ob es jetzt provisorisch ist oder nicht. Werden wir sehen. Und es klappt irgendwie nicht. Warum? Weil es wahrscheinlich an sowas dran muss. Ach, deswegen. Das ist ja eine Not. Was haben wir denn da stehen? Ach, das war der Akku-Ritchie. Ach so. Aber hier kann ich es hinhängen, ne? Komm, dann machen wir das einfach mal hier hin. Sollte akkurat sein. Und wenn nicht, hängt mich auf. So. Schwein. Man muss leider hüpfen. Und der nächste Kopf ist hier. Oh, wieder aufgenommen. So. Und jetzt noch Text ändern. Muss wahrscheinlich zuerst machen, oder was? Hä? Nee, oder? Hä? Doch, muss man. Das gibt's ja nicht. 50 Akro. Oh. Ritchies. Und jetzt kann man erst wieder hinhängen. Alter, kompliziert. Ich versuch's gleichzeitig. Okay. 50 Schweinekill. Hat aber auch diesmal geklappt. Und das ist High Happen. Muss man genau abpassen. Oder man lässt es aber auch. Ach du Scheiße. Ach, was ein Not. Okay, pass auf. Hi, haben. Ja, ich bin ein spezieller Fall. So, jetzt lass uns mal gucken. Wir brauchen hier die Biokraftstoffraffinerie. Kunststoff, Seil und bla bla. So, das machen wir mal. Und davon machen wir auch erstmal eins natürlich, aber wir wissen ja auch nicht, wie das noch so läuft, wa? So, das heißt eins davon. Seil und Kunststoff. Kunststoff. Boah, wir brauchen 12 Kunststoff. Wahnsinn. Und Seil. So. Und das Ganze kommt jetzt hier hin. Und jetzt ist die große, interessante Frage: Wie funktioniert das Ganze? Und dazu kommen wir zu unseren Rezepten. Und wie gesagt, ich verlinke euch das Video ja, damit ihr genau wisst, welche Rezepte ihr benutzen könnt, um Kraftstoff herzustellen. So, wir haben 14 Honig aufgenommen. Den nehmen wir uns auch auf. Tja, und jetzt können wir überlegen, was wir nehmen. Ich habe ja zum Beispiel extra dafür Kartoffeln hergestellt. Also machen wir das als erstes mal mit Kartoffeln. Das heißt,
So, 40. Und einmal Honig. Und es knirscht und macht und tut. Und dann kommt Kraftstoff raus. Mega. Und ich bin halt wirklich gespannt. Wenn wir jetzt 14 Honig haben, müssten wir auch 14 Mal Kraftstoff rausbekommen. Wichtig ist, dass ihr wirklich nicht irgendwas nachschüttet. Jetzt zum Beispiel. Bloß nichts nachschütten. Beherrscht euch. Das soll ruhig weiterköcheln. So. Und genauso auch, wie gesagt, mit den Köpfen. Könnt ihr es nämlich genauso machen. Wir haben ja genügend Köpfe. Die können wir jetzt wieder sammeln. Und mit den Köpfen können wir dann genauso, ja, Dingens herstellen. Mega, oder? So, während das jetzt vor sich hin dümpelt, mache ich jetzt noch diesen Biokraftstofftank. Obwohl ich den wahrscheinlich noch nicht füllen werde, weil ich mir noch nicht sicher bin. Weil wenn man den einmal abbaut, dann ist das ganze Zeug weg und das wäre halt voll schade. Und deswegen, ja, will ich das jetzt noch nicht machen. Und füllen, aber wir können ja schon mal platzieren. Und dann sehen wir, ob wir den wirklich so haben möchten. Davon brauchen wir natürlich auch erstmal nur einen. Und sehr viel Schrott. Der besteht ja fast nur aus Schrott. Und zack. Und zack. Und den kann man jetzt zum Beispiel, guck, der ist sehr, 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 sehr groß. Den kann man jetzt zum Beispiel hier hinstellen. Und seht ihr das schon? Ich überlege gerade, warte. Ich würde gerne mal ein bisschen weiter weggehen. Wir sehen es aber auch gleich, ob das alles so passt. Warte mal, ich stell das mal hier hin. So, und da könnte das Rohr rauskommen. Und es muss dann hier, hier und dann jeweils da dann ran. Aber wie gesagt, das machen wir erst dann, wenn es soweit ist. Das dauert auch sehr, sehr lange. Ihr seht es ja, 1000 Liter, bis die gesamte Tonne voll ist. Und ja, das dauert einfach sehr, sehr lange. So. Und deswegen überlege ich noch, weil ich, wie gesagt, auch umbauen möchte, ob ich das wirklich so lasse oder ja, was halt am perfektesten ist für das Ganze. Weil die können natürlich auch mit den Rohren miteinander verbunden werden. Und deswegen gucke ich da mal ein bisschen offline und kuschel mal rum und ne? Wisst ihr Bescheid. Genauso auch wird jetzt, wie gesagt, hier das komplette Floß möchte ich umbauen. Ich werde offline ein bisschen schauen, was kann ich machen, was ist möglich. Und hole euch dann immer mal wieder dazu. So, Biokraftstoff ist fertig. So, Honig ist alle. So, und jetzt geht's weiter. Guck, und jetzt darfst du immer noch nichts reintun, weil ich habe die doppelte Menge rein. Ich habe hier hingeschrieben 20 Kartoffeln. Also 20 Kartoffeln, das sind jetzt zweimal, wird jetzt hier Biokraftstoff hergestellt. Ja, und wenn wir dann wirklich mal in dem Status sind, wo wir ganz viel Honig haben und ganz viele Ressourcen, dann können wir natürlich auch mehrere von diesen Knatschdingern aufstellen. Flop. Mega. So. Okay. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid und ja, vielleicht. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht ganz, wie ich das ganze Floß umbaue.
Deswegen kann ich euch das auch wirklich noch nicht sagen, ob ich das auch wirklich so stehen lasse. Wahrscheinlich werde ich auch das hier komplett umbauen. Also es wird ein riesengroßes Projekt. Wir müssen natürlich auch nicht hier stehen bleiben. Also wir fahren jetzt natürlich noch weiter. Und wir brauchen auch sehr viel Holz und Ressourcen. Von daher ist es jetzt Quatsch, hier stehen zu bleiben. Aber ich würde gerne einfach mal ausprobieren, wenn wir jetzt einige Tage in-game nicht auf die Insel gehen, aber wir sind schon in der Nähe, ob das vielleicht schon was bringt, dass vielleicht der Honig nachgespawnt ist. Also ich weiß es nicht. Würde mich halt interessieren. Und daher, da gucken wir nämlich auch mal nach. Und, ach du Heiliger, Batterien müssen wir auch herstellen. Weil ich habe wahnsinnig viel verbraucht, als ich wieder hier war. Also es war allerhöchste Eisenbahn bei den Tierchen, nachdem wir auf Balboa waren. So, aber jetzt geht's allen gut. Mega! Guck, das läuft immer noch. Und kocht. Und ganz wichtig, wie gesagt, ist, nicht nachzuschütten. Okay, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge Raft. Bis dann.